Hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast, Folge Nummer 43. Eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für mich persönlich. Ich hoffe, sie ist für euch auch interessant. Ich weiß es natürlich nicht. Ich hatte in dieser Folge einen ganz besonderen Gast bei mir. Eigentlich sogar zwei Gäste, aber das hört ihr dann im Laufe der Folge auch selbst. Mein Opa und meine Oma haben mich besucht und wir haben eine kleine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Hauptsächlich mit meinem Opa, aber nö, hört selbst. Und ich habe ihn so ein bisschen interviewt, kann man vielleicht sagen, über sein Leben. Wir haben über Erinnerungen, bestimmte Ereignisse im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gesprochen. Sehr, sehr interessant. Ich habe auch einiges gelernt tatsächlich, was ich noch nicht wusste. Es fallen hier und da auch ein paar Sauerländer-Begriffe. Das heißt, ein paar Wörter könnten euch eventuell etwas fremd vorkommen. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was gemeint ist. An einer Stelle habe ich auch ein wichtiges Wort, was mehrfach gefallen ist, kurz erklärt. Mein Opa ist Mitte 80, ne, das auch im Hinterkopf behalten. Dann könnt ihr euch so ein bisschen den zeitlichen Rahmen vorstellen oder vielleicht auch manche Sachen gut verstehen, die aus heutiger Perspektive vielleicht anders sind oder so. Ne, man weiß es ja nicht, wie ihr das so kennt. Falls ihr das hier auch aus anderen Ländern oder anderen Kulturen hört, dann ist das vielleicht generell ein interessanter Einblick auch in die Geschichte einer Person, die in Deutschland aufgewachsen ist, lebt und hier viel erlebt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also gleich am Anfang sprechen wir zum Beispiel auch ein bisschen über den Zweiten Weltkrieg und seine Erinnerungen an diese Zeit als Kind. Zum Beispiel sprechen wir auch über die Bombardierung der Möhnetalsperre und ähnliche Sachen. Sehr, sehr interessant und auch historisch. Also dann, ohne weitere Worte zu verlieren, wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ich bin auch sehr, sehr froh, dass er Lust dazu hatte, dass er mitgemacht hat und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und deswegen, lieber Opa, liebe Oma, falls ihr das hier nochmal hört, ich gehe mal stark davon aus, ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb. Hatte ich immer, werde ich immer haben und vielen Dank nochmal für alles. Also jetzt viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo zusammen und hallo. Willkommen zu einer etwas besonderen Folge heute, dieses Formats. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, ohne den ich das hier gar nicht machen könnte. Eben. Ist so, ne? Jawohl. Schon merkwürdig. Ja. Und zwar habe ich meinen lieben Opa hier, meinen Großvater, den Günther. Ja. Genau so ist es. Ne? Darf man sagen, wie jung du bist? Das ist 85 noch. Noch, ne? Aber ja, nicht mehr lange, stimmt. Im Februar 86. Aha, So ist es, ja. Ich bin Jahrgang 91, bin erst 30 sozusagen. Also ist ein schöner Unterschied zwischen uns. Hast aber gut gerechnet. Ja, manchmal klappt's. Ihr habt ja vielleicht schon die Folge mit meinem Vater gehört, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Nein, das haben wir nicht. Habt ihr nicht? Ja. Nein. Dann muss ich euch nochmal schicken. Ja, gut. Ja, meine Oma ist auch hier, die liebe Gisela, die sitzt hier gerade im Hintergrund und die hört immer andächtig zu. Ne? Und wenn wir irgendwas Falsches sagen, dann schreit sie. Und ich freue mich sehr, dass wir das machen, hör mal. Ja. Ja. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, die ich dir ganz gerne mal stellen würde. Ja. Über so ein paar Themen haben wir schon mal gesprochen, ist aber auch schon mal lange her. Aha. Ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Ja. Und zwar, weißt du, ob deine Familie immer schon hier aus dem Sauerland kommt oder haben die auch in anderen Teilen Deutschlands irgendwie schon mal gelebt oder so? Also von meiner Großmutter aus, die kommt aus Houston. Und mein Vater, der kommt aus Menden. Aus Menden? Die hießen auch nicht Karthaus früher, die hießen Karz. Karz? Ja. Aha. Und da kam die Familie, das ging auch über eine Familie Fieldhaut. Fieldhaut und Karthaus. Hm. Die waren nachher irgendwie liiert. Die haben sich irgendwie getroffen. Und ja, dann, eine von meinen Großeltern war eine Fieldhaut. Und Karthaus, die waren wieder aus Houston. Ah, so kam das. Das sind die alten Hüstener Sauerländer. Aber schon alle so auch die Vorfahren, von denen du weißt, auch so alles hier aus dem Sauerland im Prinzip, aus der Gegend. Ja, sicher, ne? Sicher. Also jetzt nicht irgendwie aus Bayern oder aus Schlesien oder sowas. Das ist alles hier aus der Gegend. Mhm. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, wenn ich fragte, lernt nichts. Ja, ja. Aber du hast, damit wir das Geheimnis mal lüften,
Euer Name Karthaus hat jetzt nichts mit der Katze zu tun, ne? Mit Karthäusern. Ihr habt die nicht erfunden oder so, nein, die Katze, ne? Nein, weder das noch irgendwas anderes. Nein, da haben wir nichts mit zu tun. Hätte ja sein können. Aha. Ne? Jawohl. Es gibt hier, glaube ich, irgendwo in der Gegend auch eine Raststätte, eine Autobahnraststätte, die heißt, glaube ich, Karthaus. Ein Ort bei Trier, der heißt auch Karthaus. Ach. Da gibt's einen kleinen Ort in der Nähe von Trier. Habt aber auch nichts mit zu tun. Nein, aber sind wir auch noch nicht gewesen. Kann ja noch kommen. Jo. Ich habe gehört, Trier soll sehr schön sein. Ja, da sind wir gewesen, aber nicht in Karthaus. Ja. Aber ihr seid schon weit rumgekommen, ne? Ihr wart an der Mosel, wart da mal im Urlaub. Wir und sind so. Öfter rumgekommen. Wir sind in Deutschland schön rumgekommen. Jo. In Österreich vor allen Dingen, das ist schön in Österreich, vor allen Dingen Tirol. Da zog es uns immer wieder hin. Ja, und du warst auch mit dem Anglerverein auch oben bei Schottland, ne, glaube ich, Irland. In Irland sind wir einige Wochen gewesen, das heißt, jedes verschiedene Jahre mal eine Woche in Irland zum Fischen, ja. Schön. Ja, das war auch schön. Irland kann ich immer empfehlen. Glaube ich, ja. Ja. Aber wart ihr nicht auch mal in London oder so? London sind wir nicht gewesen, aber in hier die Hauptstadt von Irland, Dublin. Dublin, ja. Dublin, da sind wir. Wir sind zwar nicht in Dublin gelandet, einmal, ja. Das andere Mal waren wir in Knock. Mhm. Hieß das? Auch schon mal Knock gelesen, oder? Knock, ja. Heißt aber Knock. Ja. Ah, das sind die Iren, du. Ja, ja, und es war auch schön. Schöne Erlebnisse in Irland, ja. Ja, aber jetzt komme ich mal von dem weiten Irland zurück ins Sauerland. Ja. Deine Kindheit. Ja, in Unterhüsten. In Unterhüsten, ne, genau. Mhm. Was ist so deine früheste Kindheitserinnerung, die du so hast? Ist das irgendein besonderes Ereignis vielleicht, was passiert ist oder so? Was heißt ein Ereignis? Da wirst du geboren. Das, früher gab es Hausgeburten. Und zwar war das, bin ich geboren in dem Haus Bahnhofstraße 197. Hm. Was jetzt vor ist ja, oder vor 2 Jahren abgerissen wurde. Stimmt, das wurde abgerissen, ne? Da ist jetzt ein großer Parkplatz. Richtig. Von Wesco. Das Haus hörte Wesco. Mein Vater hätte das seinerzeit kaufen können. Der war im Stadtrat mal als junger Mann. Und dann hat er, der traute nicht. Das sollte 15.000 Mark kosten, das Haus. Was damals viel Geld war wahrscheinlich. Was, ne? Sehr viel Geld war in der Inflationszeit und so. Die kam ja dann auch, die Inflationszeit. Und er war ein bisschen, er wollte es nicht. Genau wie wir das Haus nicht am Totenbeck haben wollten. Mhm. Wo meine Schwiegereltern gewohnt haben. Das wurde auch verkauft von Kaiser. Hat mein Schwager dann gekriegt. Ach so. Der hat das übernommen. Ah. Sollte 30.000 kosten. Das ist schon interessant, wenn man das mit den heutigen Preisen vergleicht, ne, was man so teilweise hört. Ne, heute ein Haus kostet, ja. Da bist du ja teilweise beim, ich glaube, beim Grundstück schon bei 300.000 Euro teilweise. Oh, und das, so, ne? Das sowieso. Kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja. Ja, das war eine Kindheit, die verbrachten wir dann in Unterhüsten. Der Hof, der war eingezäunt, wir konnten nicht weglaufen als Kinder. Wir hatten frei, war ein schöner Hof hinter und wir waren zu dritt. Der Nachbarsjunge, der wurde auch da geboren, mein Schulkollege, der voriges Jahr verstorben ist. Und dann meine Schulkollegin, die wohnte auch im selben Haus, auch gleiche Jahrgang. Und dann hat man noch eine, die wohnte im Nachbarhaus. Wir waren zu viert dann, oder? Ah. War schön. Man muss noch mal kurz für die Zuhörer hinterher sagen, vielleicht haben das einige eben schon ausgerechnet, ne? Du hast ja gesagt, wie jung du bist. Opa ist Jahrgang 1936. Genau, das muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, damit auch alle so auf dem Laufenden sind quasi, ne? Schuljahrgang 1935-36. Das heißt, die wurden im Oktober eingeschult und da waren die Oktober bis September drin. Ja, das ist ja immer so von, so gibt's ja so Stichtage, glaube ich, ne? Ganz, gab es früher schon, gibt's auch heute. Ja. Wie war so deine Schulzeit? Also man hört ja immer so, dass die Lehrer besonders streng waren früher und sowas. Kannst du das bestätigen, dass sie auch teilweise so richtig auch geschlagen haben oder so? Da gab es mal ein Stöckchen drum und dem einen, dem Rektor, dem haben wir einen Streich gespielt. Den haben wir einmal das kleine Stöckchen, was er da immer brauchte, angesägt, angeschnitten. Wir haben einige Streiche gemacht in der Schule.
Vor allen Dingen der Musiklehrer, wenn der kam, da war die Stunde schon bald rum. Er seine Geige wieder in Ordnung hatte, die wurde verstellt an allen Knöpfen, dann musste erst gestimmt werden. Dann legte er, war nach der großen Pause kam dann die Musikstunde, ziemlich zum Schluss. Ja, und erst dann musste der Lehrer erst mit den anderen Lehrpersonen Schwätzchen halten. In der Zeit fiel uns dann so einiges ein. Dann war die Geige weg. Die Geige war in dem Pult, wo er immer vorstand, da war sie drin. Ja, wusste er ja nicht, wa? Ja, muss man wissen, ne? Oder wenn einer gefragt wurde, der gar nicht bei der Sache war, auch in der Musikstunde, was ist das für eine Note? Und der stand wie ein Ochs vom Berg und haben wir ihm zugerufen, oh. Und dann kriegt er O hinter der Ohren, oder? Von wegen O. Eieiei. Ja, das ist. War das denn, hatte der einfach so einen normalen Stock dann, oder wie? Nein, hatte, der nicht. Oder? Der Musiklehrer, der kam ohne, ne? Der war nett. Der war, ja. Dann habt ihr dem netten Lehrer, habt ihr dann Streiche gespielt? Ja, weil er einen Eierkopf hatte, hieß der immer uns Ostern. Wir hatten immer Musik bei Ostern. Das kam immer gut durch. Ja, glaube ich. Ja. Aber es war damals natürlich auch so, hattest du, glaube ich, mal erzählt, dass ihr dann auch immer, am Anfang musste man, glaube ich, mal einen Hitlergruß machen, ne? Wenn die Stunde morgens anfing. Ne? Nein, das weniger, aber wenn Parade war, wenn irgendwelche Nazi-Größen sich angekündigt hatten, machten einen Aufmarsch vor der Schule, dann mussten wir vor der Schule antreten und die Hand hochhalten. Ne? Das heißt, so hoch stand bei uns der Hafer letztes Jahr, aber. Das sagten wir dann so hoch. Ja, und vor allen Dingen der Rektor, bei dem wir, der hatte unsere Klasse als Hauptklasse. Da waren wir 4 oder 5 Jahre bei. Der übernahm die immer. Und die erste Viertelstunde, jeden Morgen, da war der Kopf noch klar, hieß bei uns Kopfrechnen. Und das bin ich ihm heute noch dankbar für. Ich habe ja später als Kaufmann gelernt und wenn man als Kaufmann nicht rechnen kann, sieht schlecht aus. Das stimmt. Und damals hattest du ja auch noch nicht so die Möglichkeit wie heute, ne, mit zig Taschenrechnern und sowas. Also nein, das gab's doch gar nicht. Das gab's ja nicht, ne? Gab's nicht. Eventuell mal einen Rechenschieber, aber mit dem wurde ich nicht klar und habe ich auch nie gebraucht. Kopfrechnen ging schon. Vor allen Dingen nachher bei der Kaufmannsprüfung, bei der mündlichen Prüfung, da war ich so schnell fertig, die trauten mir das nicht zu, da ich das Ergebnis schon hatte, die da die Beobachtung machten und guckten nach, wenn ich das Ergebnis hinschrieb. Ja. Also ich bin dem Rektor heute noch dankbar für seine Rechenaufgaben. Das war immer ja, gut. Du spielst ja auch immer ganz gerne Sudoku und sowas, ne? Wo es ja auch um Zahlen geht und so. Also das hat sich bis heute gehalten bei dir im Prinzip. Ja, ne? Die Anfänger mache ich schon gar nicht mehr, nur die für Fortgeschrittene. Fortgeschrittene, aber Experten, die lasse ich schon mal, die sind, da fehlen zu viel Zahlen. Muss ich auch nicht. Aber jedenfalls in meinem Alter muss ich immer noch gut rechnen können und Aufmerksamkeit. Genau. Und selbst, was wir immer ganz gerne spielen, so Rommi und sowas, ne? Rommi, da muss man, ja, Rommi. Hat ja auch ein bisschen was mit Zahlen zu tun, ne? Fangen wir jetzt wieder neu an mit dem Nachbarn, treffen wir uns. Ach, schön. Und spielen Rommi-Grupp. Ja, das mit den Klötzchen. Mit den Klötzchen. Das klappt ganz gut. Aber wir können auch gerne mal wieder Rommi spielen. Müssen wir mal wieder machen. Ja, selbstverständlich. Ja. Nochmal zu deiner Kindheit. Hattet ihr, also im Freundeskreis damals, habt ihr auch so Mutproben und sowas gemacht? Da habe ich nämlich mit Papa in der Episode auch schon mal drüber gesprochen. Der hat in seiner Jugend zum Beispiel auch so bekloppte Mutproben schon mal mit Freunden gemacht. Gab es sowas bei euch auch damals? So? Mutproben gab es bei uns nicht, aber die entstanden automatisch. Zum Beispiel, wenn wir waren katholisch und mussten alle 4 Wochen zum Beichten. Dann war mein Kollege von nebenan, der kam und ja, wann gehen wir? Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. In der Zeit wurde dann im Nachbargrundstück im Garten nachgeguckt. Da waren Carbidreste von einer Lampenfabrik, die wurden da entsorgt. Erstmal. Und da suchten wir drin nach Carbidklumpen. Carbid, wenn du das weißt, konnte entwickelt Gase. Und mit Gas konnten Lampen angemacht werden, Carbidlampen und so weiter. Und diese löteten damit mit Carbid. Und diese Reste, die kamen in den Garten. Und dann wurden die gesammelt. Die Reste, die noch in dem Schlamm waren, wurden in eine Flasche getan, eine leere Flasche, bisschen Wasser rein und Korken drauf.
Und dann entwickelte sich Gas da drin. Und durch dieses Gas flog der Korken weg. Und dann wurde der wieder neu. Korken wieder drauf, der wurde wieder gesucht. Und so ging das dann, bis die Flasche plötzlich einen Geist aufgab. Die platzte dann. Die werden auch heißer. Ja, und so ging das eine Flasche nach der anderen, bis wir keine Flasche mehr hatten. Bis mein Kollege dann kam und sagte, du, ich habe hier noch was. Also eine Erdweißdose. Kennst du nicht? Nee. Siehste. Das gab es aber früher, eine Erdweißdosen. Was die waren, ist das? Das ist wie eine Konservendose, die praktisch zusammengefalzt wird und oben ein Verschluss drauf. Wie heute auch so Dosen sind, wo so Flüssigkeiten drin sind. Ach so, ja, so und genau, dann wurde Konservendosen. Und dann wurde weitergemacht. Nicht Konservendosen, wie ja wie eine Cola-Flasche, nur aus Metall. Okay. Und da wurde auch wieder Kabit rein, Wasser rein und dann wurde die zugeschraubt. Und das machte mein Kollege. Nur als er am Schrauben war, da war schon so viel Gas da drin, dass nicht der Korken, der war kein Korken drauf, der wegfliegen konnte. Mhm. Das Gas suchte sich seinen Weg und löste die Falz, wo die beiden Hälften zusammen, die Teile zusammen waren. Ha. Und plötzlich saß er in seinem schwarzen Anzug, ganz weiß mit Kabitschlamm. Den platzte nach sich auf, da so. Ja. Ah. Ja, das waren Mutproben, keine Mutprobe, aber es passierte. Mhm. Genauso gut, wenn er hatte nun die Gelegenheit, ein Luftgewehr zu haben. Ja, und dann musste gemacht werden? Spatzen schießen. Ja, und dann wurden Spatzen geschossen, oben an der Dachrinne, beim Nachbarhaus. Ja, bis auf einmal keine mehr da waren. Aber die Dachrinne war wie ein Sieb oben. Ein mancher Schuss daneben gegangen und dann in die Dachrinne rein. Ja, dann. Aber das war eine Sache. Und weil keine Spatzen mehr da waren, sagt er, komm, wir gehen mal unten an der Ruhr. Da sind Elstern. Und die Elstern waren aber auch weg, wie wir kamen. Die wussten das wahrscheinlich schon. Nur es war Sommertag. Und was machten wir aus Langeweile? War auf einer großen Wiese, die an der Ruhr war, waren so einige Flecken schon trocken. Hm. Die wurden gezündelt. Ja, und das ist eins nach dem anderen. Flecken wurden weniger. Und eine großen Flecken, der war zum Nachbargrundstück. Das war der ging dann durch einen Zaun nach Westermann. Westermann, die große Halle, die heute noch steht, hinter. Da ging das alles, da stand das Gras so 80 Zentimeter hoch, trocken alles. Einmal macht das Wuff und die Flammen wurden größer. Das brennt gut, ne? Ja. Durch die Ruhe durch. Auf das Nachbargrundstück. Und dann fanden wir so einen großen Behälter, der eine stand in der Ruhe dann und der eine schlürte das Wasser in die Flammen. Mhm. Und bis wir dahinter kamen, wir müssen oben anfangen, die vorher schon nass machen. Und das dauerte eine Weile, bis der Portier schon mal von der Bahnhofstraße bis unten an der Ruhe angetapert kam und erstmal guckte, wer da am Schröckern war. Und das waren alles junge Bäumchen, die da unten standen. Und Westermann, die hatten in der großen Halle am Ende die Emaliererei. Und die Lackreste aus dieser Emaliererei, die wurden an einem Hang da so entsorgt. Hm. Und da hatten wir jetzt Angst, dass der... Oh, dass das auch... Aha. Wir haben es zum Stillstand. Habt ihr noch Glück gehabt? Ja. Seid ihr nicht in der Zeitung gelandet damit? Nein, auch keine Polizei bei. Hätte ja sein können. Ne? Und mein Vater, der war bei Wesco, der wusste das eine Stunde später schon. Ja, ja, klar. Obwohl wir ja nicht zu Hause waren. Wie war das denn nochmal? Du hattest, glaube ich, mal irgendwas erzählt, dass manche Firmen ja auch im Krieg auch dazu verdonnert wurden, glaube ich, Munition herzustellen, ne? Ja. Glaube ich, statt ihrer normalen Produkte und sowas. Ja, war das nicht auch bei Wesco? Das war auch bei Wesco, die machten diese Zünder. Ja, für uns war es so Kleinzeug da, aber die wurden auch bei Wesco hergestellt. Mhm. Ja. Und deswegen auch der große Angriff im Krieg, da war schon einiges los da unten. War das auch mit einer der Gründe, warum die Mönnetalsperre bombardiert wurde? Weil man wusste quasi, dass da sowas hergestellt wird? Oder? Nein, das war was anderes. Die Mönnetalsperre diente im Ruhrgebiet für Wasser. Wenn kein Wasser, durch Trockenheit. Hm. Ja, und dann wurde die Möhne
oder Sorpe oder Henne, Talsperre, abgelassen. Unter anderem, wie gesagt, die Möhne. Und die wollten sie bombardieren, damit der Strom im Ruhrgebiet knapp wurde, weil durch das Wasser wurden einige Kraftwerke gespeichert. Ah, okay. Und die brauchten Wasser zur Stromerzeugung. Mhm. Ein kleines Kraftwerk ist noch an der Möhne, heute noch. Stimmt, da ist so ein kleines. Ja, am Wehr ist heute noch eins. Und so waren die überall, waren die Kraftwerke. Eins unterhalb der Möhnetalsperre. Und in der Nacht, wo die getroffen wurde, standen wir draußen vorm Haus. Mein Vater, ein Nachbar von uns und ich. Mein Bruder war bei den Soldaten, der war nicht zu Hause. Und dann hatten wir Glück, es wurde auch die Sorpe bombardiert. Nur der Damm hat gehalten, den konnten sie nicht öffnen, weil das ist eine ganz andere Art, das ist ein Erddamm. Und kein Betondamm. Die Möhnetalsperre kann man heute noch von innen besichtigen. Da läuft immer Wasser drin. So einige, was da durchläuft, darf noch nicht zu viel werden. Aber das wird immer beobachtet und vom Ruhrtalsperren verwandt. Ich wusste gar nicht, dass das unterschiedliche Arten von Talsperren tatsächlich sind. Das war mir jetzt auch. Das heißt, wenn jetzt die Sorpe-Talsperre auch noch getroffen worden wäre, dann wäre ich heute nicht und du auch nicht. Weil der Stau der Möhnetalsperre, das staute sich die Ruhr bis zum Bahnhof hin. Und wir wohnten ja in der Nähe vom Bahnhof. Mhm. Und wenn dann die Röhr noch dazwischen gekommen wäre mit dem vielen Wasser aus der Sorpe, dann war alles in Unterhüsten überschwemmt. Mhm. Dann wäre da keiner mehr rausgekommen. Musstet ihr euch dann auch häufig dann im Keller quasi verstecken, wenn es irgendwie Bombenangriffe gab und sowas? Also war das irgendwie quasi jede Woche oder wie war das immer so? Nein, das wurde durch Alarm und so weiter angekündigt. So Sirenen und sowas, ne? Und das war unser Glück, dass wir im Keller waren. Da war ein Bombenangriff. Da war ein richtiger Bombenteppich gelegt worden. Die wollten den Bahnhof bombardieren. Ah, okay. Und da wir ja direkt am Bahnhof wohnten, also auf der Bahnhofstraße, am Ende der Bahnhofstraße, ist unser Haus nicht getroffen worden. Da waren vier Bomben. Eine in dem zweiten Haus vor uns auf der Straße. Das war das Hotel Tönz. Das war halb weg. Die nächste Bombe hinter unserem Haus, wo die große Halle vom Wesco stand, da kam eine Brandbombe rein, direkt in der äußersten Ecke. Daneben das Haus auf der rechten Seite von uns, da ist ein Viertel von dem Haus weg, auch eine Bombe drauf und ein Bombenteppich auf die Ruhr-Lippe-Eisenbahn, die bei der Straße bei uns vom Haus gegenüber war. Da standen die Gleise, wie wir rauskamen, senkrecht. Boah. Und einer lag mit seinem Fahrrad tot, also den hat's erwischt, der lag vorm Haus. Und wir waren unten im Keller mit fünf Personen, alles Ältere, nur ich war der Jüngste. Aber da war ein dermaßen Staub im Keller, also wir dachten nicht, dass wir da hinten wieder rauskamen, aber es ging. Habt ihr Glück und gehabt, wie wir oben in die Wohnung kamen, wir wohnten im zweiten Stock, da war so eine Druckwelle gewesen, die Wand von der Küche zum Korridor, da war der Korridor hinter, die war um 10 Zentimeter aus ihren Fugen rausgedrückt. Krass. In den Korridor und da hing ein Bild dran, größeres Bild. Das Bild war heil, aber die Wand, 10 Zentimeter, komplett rausgedrückt, so eine Druckwelle war. Krass, kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Boah, so, ne? Nicht, also, nee, Gott sei Dank nicht mehr. Was ja auch gut ist, wollte ich gerade sagen, will ich mich gar nicht beschweren. Und das war auch wieder teilweise, wir waren ja noch jung alles, da eine Schüler, das war in dem Moment wieder für uns interessant. Da wurde auch eine Spedition getroffen, die war in Unterhüsten, wo jetzt das Kaufhaus ist. Da stand eine Spedition, internationale Spedition, die wurde getroffen. Und dabei war der Inhalt, der da lagerte, kaputt. Und da waren Rundkopfschrauben M4x10 oder 12, die verschickt werden sollten. Und da konnten wir jetzt so dran als Kinder. Ihr habt euch gekrallt dann, ja. Ja, für die Schleuder, die wir uns gemacht hatten, um Spatzen und alles Mögliche zu schießen. Hauptsache mit den Vögeln irgendwas, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ei, ei, ei.
Wie habt ihr denn, oder wie hast du denn vom Ende des Krieges erfahren? Gab es da irgendwie so eine Art auch Durchsage oder im Radio oder stand das in der Zeitung? Ende vom Krieg, ich war Jahrgang 36, also 45, ging ich mit zur Kommunion. Ja, ja klar, das war die Zeit, ne? So das Alter. Kurz vorher kamen die Amis. Die beschlagnahmten unsere Wohnung, also das Haus, wo wir wohnten. Und wir mussten praktisch auswandern. Wir zu meiner Tante, die oben auf dem Mühlenberg wohnte. Ja, und von da aus bin ich damit zur Kommunion gegangen. Wir erfuhren das, wir wohnten da oben und wie gesagt, und da gab es immer noch so Unweise, die das Deutschland retten wollten. Mein Vater war dann auf dem Weg nach Gut Habbel, da konnte man zu Fuß über Mühlenberg hin. Und auf dem Weg ist er dann von den Amerikanern erstmal festgenommen worden. Da hat er den Kontakt zu den Amis gekriegt. Aha. Ja, und dann konnte er aber denen erklären, und die fragten auch danach, ob er Soldat bei Kaiser gewesen wäre. Also dem Ersten Krieg, da war der Kaiser noch an der Macht und so weiter. Erster Weltkrieg, ne, von 1914 bis 1918. Ja, und da war er auch bei den Soldaten. Und deswegen konnte er auch da mit der frei weiter und ist dann weitergegangen nach Habbel. Und da waren welche, die wollten Deutschland verteidigen, zwei Soldaten. Dann hat er denen gesagt, sollten alte Klamotten anziehen. Hm. Und das haben die nicht gemacht. Die wollten Verteidigung, nachher haben sie auf dem Feld wiedergefunden. Waren sie beide erschossen. Oh, jetzt dadurch, dass er gesagt hat, dass er beim Kaiser gedient hat, durfte er weitergehen. Dann. Durfte er weitergehen. Wenn er jetzt gesagt hätte, er war kein Feind von den Amis. Ah, alles klar. Und dann, wie er nachher nach Hause kam, konnte er uns da auch berichten. Ja, und dann gab es die Hausdurchsuchungen. Die Amis haben alle Häuser durchsucht und suchten nach Waffen. Und mein Onkel, wo wir jetzt wohnten, der war Förster. Also jagte mit. Der war kein direkter Förster, der war an der Post beschäftigt, aber so Hobby. Jachtgewehr. Hat ein Jachtgewehr zu Hause. Ja, und das hat er den Amis dann rausgerückt. Man wollte ja keinen Ärger. Ja, klar. Ja. Was haben die gemacht? Sie sind nach draußen gegangen. Da war ein großes Feld vorm Haus. Standen Telegrafenmasten und da wurde das ein- und zweimal vorgeschlagen. Da war es kaputt. Nein. Konntest es nicht mehr brauchen. Hattest du mit denen auch direkt Kontakt mit amerikanischen Soldaten? Oder? Hätten wir haben können, aber ich war nicht bereit, den Spaß mitzumachen. Mhm. Und zwar im Nachbarhaus. Das war eine Villa von der Firma Balland, einen großen Park hinter, einen Gartenpark. Und da beschäftigten die Amis die Jäuste von Unterösten. Achtung, ein kleiner Einschub für alle Leute, die nicht wissen, was Jäuste sind. Ich gehe mal davon aus, das werden einige sein. Das ist ein Sauerländerbegriff für Jungen, also Kinder in dem Sinne. Der Jaust, Singular, die Jäuste, Plural. Der Junge, Singular. Die Jungen, Plural. Vor allem auch für die internationalen Zuhörer hier aus Amerika und so. Sicherlich auch eine schöne Information am Rande. Wir hatten Gebäck, so Kekspakete oder so, oder Schokoladen. Die warfen die in die Höhe und dann sollten die hinterher und die mit der Peitsche dann. Boah. Wollten. Ja. Boah. Da hatte ich keine Lust zu, oder bin ich nie beigegangen. Wie war das denn damals in der Schule? Englisch gab es als Fach in dem Sinne ja wahrscheinlich noch nicht. Noch gar nicht. Wurde dann stattdessen irgendwie Russisch oder irgendwas anderes? So eine andere Fremdsprache oder gar nicht in dem Sinne? Nein, gar nichts in dem. Ah. Wir waren froh, dass wir richtig schön Deutsch sprechen konnten. Ja. Ja, wenn du heute Deutsch lernen willst, kannst du bei mich lernen. Ja. Hast du auch einen YouTube-Kanal? Ja, so war das. Wie, oder wann war denn eigentlich die Währungsumstellung von Reichsmark auf D-Mark? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das war? Ja, da gab es 40 D-Mark, kriegte jeder. Und was auf den Bankkonten war, wurde später umgetauscht. Hm. Das war ja dann, war das direkt nach dem Krieg die Umstellung oder wann war das? Nein. Oder nee, 49 glaube ich oder so. Ja, das war später die Umstellung und erst wurde noch immer mit Reichsmark bezahlt. Mhm.
Ja, weil ich hatte nämlich überlegt, 2002, als von D-Mark auf Euro umgestellt wurde, da gab es ja auch so ein Starterpaket, nannte sich das, glaube ich. Ne? Da waren ja irgendwie 8 Euro irgendwas drin, die ganzen Münzen, die es gab, ja, ne? Einmal. Ja, genau so ist es. Da kann ich mich nämlich dran erinnern. Da war ich nämlich auch 11 Jahre alt und das haben wir bei euch in der alten Wohnung, haben wir das nämlich dann bekommen. Ja, da war ich nämlich da. Das weiß ich noch. Ja, ja, guck. Hast du den Führerschein mit 21 dann gemacht? Nein, oder mit 18. Den konnte man schon mit 18 machen, ne? Weil die Volljährigkeit damals war ja erst ab 21, glaube ich, ne? Ja, das war später. Aber Führerschein war trotzdem ab 18. Ich habe ihn ab 18 gemacht. Erstmal A3, Führerschein 3 für PKWs und gleichzeitig den Führerschein 1 für Motorräder. Ach. Also ich konnte Motorräder fahren. Und Autos. Weißt du noch, wie viel du bezahlt hast für den Führerschein? Nein, das kann ich heute nicht sagen, weil ich Beziehungen hatte. Der Fahrlehrer war ein Freund von meinem Bruder. Mein Bruder war 10 Jahre älter als ich. Und wie der hörte, dass ich da Führerschein beimachen wollte, ging schon. Und die Frau bei uns im Haus unten wohnte, die machte die Kasse bei denen. Und wenn die mal Geld brauchte, dann sprach die mich an. Ich müsste für Prüfung Geld bezahlen oder dies oder jenes. Dann kriegte sie ihr Geld, oder? Okay. Deswegen kann ich heute nicht sagen, wie teuer der war. Den machen wir lieber mal nicht, ne? Heute nicht mehr, nein. Was war denn dein erstes eigenes Auto? Mein erstes eigenes Auto war ein Fiat 600. Boah, das sagt mir jetzt so speziell. Wann? Kleines nix. Auto. Ha. Erst zunächst hatte ich mit 18, wie ich einen Führerschein hatte, habe ich mir einen Motorroller gekauft, einen Heinkel, Viertakter. Den habe ich, glaube 7 Jahre gehabt. Ja, und den habe ich dann nach 7 Jahren wieder verkauft. Kriegte ich noch 500 Mark für das Auto. Dann hatten wir noch Geld auf der Kante, preiswerten Gebrauchten. 1500 und vor Freude, dass ich den jetzt hatte, hatten wir geplant, samstags nach Holland zu fahren. Hm. Mein Schwager mit Freundin und ich mit Freundin. War aber noch nicht Oma, oder? Nein, nein, nein. Und dann war einer meiner Chefs, ich hatte 3 Chefs, der war verstorben und wurde, wie gesagt, in der Nacht verstorben. Und jetzt mussten wir vom Büro aus Briefe wegschicken, die Todesanzeigen wegschicken. Und da ging der eine ganze Zeit, der Morgen war weg und dann sind wir erst nachmittags, konnten wir fahren. Ja, und dann sind wir schön nach Holland gefahren. Und das wurde uns immer wärmer im Auto, trotzdem es gar nicht kalt war draußen. Wir hatten die Heizung an. Aber da das ein Fiat 600 war, wusste mein Schwager nicht und ich auch nicht, wo geht die Heizung aus. Oder? Wir sind nach Holland gefahren, offen, Fenster offen und dann schön nach Holland. Ja, und dann haben wir in der Winter haben wir dann übernachtet, Quartier gekriegt. Und am anderen Tag dann wieder nach Hause. Fenster auf, Türen auf. Durch Überhitzung, da ging das Wasser flöten. Es ist so eine Zylinderkopfdichtung flöten gegangen. Wir sind mit Mühe und Not immer wieder abkühlen lassen, wieder ein Stück gefahren. Und so ging das dann bis nach Hause weiter. Das war mein erstes Auto. Super. Man darf ja auch gar nicht sagen, wie günstig der Sprit damals da wahrscheinlich noch war, Benzin und sowas, ne? Im Vergleich zu heute. Man konnte sich da gut erlauben. Ne? Das kann man mit heute, glaube ich, auch nicht mehr vergleichen. Ach, kannst du nicht vergleichen. Ne? Gut, es wurde auch nicht so viel verdient wie heute. Aber. Ja, man muss ja auch alles so ein bisschen immer mit Inflation und alles nochmal umrechnen dann. Ne? Man kann es ja nicht so 1:1 vergleichen. Aber ich versuche mir auch immer so vorzustellen, wie wenig Verkehr wahrscheinlich damals noch da war im Vergleich zu heute. Ne? Ja. Das kann ich mir wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig vorstellen. Oder auch teilweise, wie wenige Häuser wahrscheinlich manchmal so noch standen im Vergleich zu heute. Es war so wenig Verkehr, dass wir auf der Bahnhofstraße Schlittschuh laufen konnten im Winter. Ah. Wenn die paar Autos, die da durchfuhren, den Schnee festgefahren hatten, da kam kein Streuwagen und dann konnten wir auf dem Eis, was sich dann bildete, Schlittschuh laufen. So war das. Da waren wir aber noch, wie gesagt, in der Schule. Ja. Das war schön. Auch nicht schlecht. Dann warst du ja auch bei der Bundeswehr, ne? Nein. Oder wie war das? Der Jahrgang 36 ist der Jahrgang, der von allem verschont wurde. Ich brauchte, also mein Jahrgang, der brauchte nicht zur Bundeswehr. Aha. Der konnte auch eher in Rente gehen. Der konnte auch
weiß nicht, hier und da gab es immer wieder Vergünstigungen und das war Jahrgang 36 war die Grenze. Aha, also warst du so gerade noch drin im Prinzip? Ich war voll in dem 36er-Programm. Ah, auch nicht schlecht. Nein, das war auch nur für sich gut. Ja, ja, wusste ich, das höre ich auch zum ersten Mal. Wusste ja. Ich auch noch ja, interessant, sicher. Ja. Sicher. Aber nochmal zu meinem Führerschein, ja. Den habe ich gemacht, den habe ich heute noch. Immer noch den alten grauen. Nur seit meinem 30. Geburtstag fahre ich kein Auto selber mehr. Wie kam das denn? Ich kriegte einen Kreislaufkollaps hinterm Steuer und da in der Zeit sehr viele an Herzinfarkt hinterm Steuer verstorben waren, habe ich es drangegeben. Hab's zwar zwischendurch einmal versucht, ein paar Wochen später. Und dann kam dasselbe Problem wieder, war alles verkrampft um die Herzgegend. Ja. Oh, und dann habe ich es angelassen, ehe ich andere in Not bringe. War dir hinterher so ein bisschen so Motorroller und sowas, war dann wahrscheinlich ein bisschen angenehmer noch. Das, ne? War so. Für mich, da konnte ich mit fertig werden, nur hinterm Steuer nicht. Konnte auch von der Firma aus, wenn wir auf Geschäftsfahrt waren, das ging dann 3.200 oder 3.500 Kilometer, konnte ich immer neben sitzen, das machte mir gar nichts. Und nur hinter das Steuer, dann verkrampfte sich alles. Deswegen bin ich besser so gefahren. Auf jeden Fall, dann soll man es auch lieber lassen. Ne? Genau so. Ja, hätte ich auch gemacht. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Wusstest du schon sehr früh, was du beruflich machen willst, oder hat sich das irgendwie ergeben? Ja, einen Berufswunsch hatte ich schon. Und zwar wollte ich zur Post. Ich wollte Postbeamter werden. Ach. Das hatte ich mir so. Mein Onkel war an der Post. Ach, so war Oberpostsekretär in Uesten. Da gab es noch mehrere Poststationen. Und der sagte mir, ich sorge dafür, dass du eine Stelle bekommst. Mhm. Lehrstelle. Ja, wurde auch eingeladen. Sagt der Junge, merk dir die ganzen Postleitzahlen. Damals waren andere Postleitzahlen wie heute. War vierstellig, ne? Nein, da gab es 21, Postbezirk 21b, 21c, 18 und so weiter. Aha. So ging das damals. Und wusste ich alles. Ich denke, da bringt dich schon keiner mehr. Kriegt eine Einladung nach Arnsberg. Dann waren wir mit 32 Leuten zur Prüfung. Und dann kam mein Onkel nachher und sagte mir, das hat nicht geklappt mit der Prüfung. Du wärst durchgekommen, aber wir durften nur zwei einstellen. Und das waren Jungs, wo der Vater an der Post beschäftigt ist. Und Vater war näher wie der Onkel. Ja. Also, und dann bin ich zu meinem Nachbarn. Da war einer, der verkaufte Kugellager, Autoersatzteile und so weiter. Da bin ich dann einen Monat später als Bürokaufmann, Großhandelskaufmann angefangen. Mhm. Hab da meine Lehre gemacht. Zu Löhnen, die mir heute ein Lehrling, der würde da überhaupt einen Finger nicht für bewegen. Erste Jahr 33, zweite 44 und 55. Boah. Mark. Krass. Ja, du hast es auch keine Möglichkeit, irgendwo groß Geld auszugeben, in Neheim und in Uesten. Ja, einzige war das Kino immer. Mhm. Ja, und so bin ich einen Monat später in die Lehre gekommen. Und wie ich die aus hatte, kam mein Nachbar. Ich hatte die Prüfung gemacht. Einen anderen Tag sagte er, hör mal, hast du keine Lust, bei uns anzufangen? Wir suchen einen jungen Mann. Ja, so, warum nicht? Wenn es sich anbietet. Und zwar war das auch eine namhafte Firma, eine Firma Klöhr, die Elektrogeräte baute. Also ich kam vom Großhandel in die Industrie, die sowieso schon mal besser finanziert war. Gibt's heute immer noch, ne? Gibt's heute noch. Aber die Produktion ist ganz anders wie früher. Das kann man nicht mehr vergleichen. Ja. Und da war ich 13 Jahre bei der Firma Klöhr. Bin auch da mit dem PKW, musste ich schon mal kurze Fahrten machen oder so einen kleinen Bulli. So, Das machte schon Fetz. Da machte ich dann die Lohnbuchhaltung nachher für 96 Leute. Boah. Wir machten Akkord und das war einiges zu rechnen. Ich habe auch teilweise diese Akkordkarten mit nach Hause genommen und zu Hause ausgerechnet, weil ich auch in der Firma andere Sachen, andere Aufgaben noch hatte. Mhm. Kalkulation, Nachkalkulation. Wie lang war so ein Arbeitstag? So, war das auch 8 Stunden oder war das damals noch länger? Ja, da war teilweise auch 9 Stunden. Auf die 8 Stunden, ob die rum waren, da guckte man nicht. Wenn da noch was fertig gemacht werden musste, wurde auch fertig gemacht. Aber gab schon eine Feierabendstunden und aber das wie heute, jede Viertelstunde notieren, gab's das nicht.
oder dass die vergütet wurde. Gab es nicht. Da waren froh, dass man beschäftigt war und das war auch gut so, finde ich. Jetzt einmal kurz zu der anderen Person, die auch hier im Raum ist. Die nächste Frage hat nämlich auch mit ihr zu tun. Wann habt ihr beiden euch das erste Mal getroffen und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, das war... Ich hatte einen Kollegen, der war zwar nicht aus meiner Klasse, aber der war aus der Nachbarschule, trotzdem selber Jahrgang. Den traf ich mit meinem Roller. Du, sagt er, du könntest mir Gefallen tun, fahr mich mal eben nach Neheim. Ja, ich sag, mach ich, komm, steig auf. Wir fuhren nach Neheim. Ich sag, was wollt's denn hier in Neheim? Ja, sagt er, ich hab einen Treff hier. Das Mädel, die kommt gleich. So, und dann blieb ich so lange bei ihm, bis deine Oma plötzlich erschien. Aha. Ja, gut. Und jetzt habe ich sie da so nur so vom Augenschein kennengelernt. Aber die war so auffällig, dass sie mir dann irgendwann wieder in die Quere lief. Und das war auf Hüstener Kirmes. Mhm. Und zwar muss das eine 55 oder 56 gewesen sein. Mhm. Und dann lief ich auf der Hüstener Kirmes rum. Und traf meine frühere Verlobte da auf der Kirmes, lief auch allein darum. Ich weiß bis heute noch nicht, auf wen die wartete da oder suchte, ob sie sich mit dem einen treffen wollte. Jedenfalls zog ich sie aus dem Verkehr. Ich sage, was er vorhätte und so weiter. Und dann sind wir so ein bisschen über die Kirmes gebummelt und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann abends, ja, so gegen 10 fuhren wir nach Hause, habe ich sie nach Hause gebracht. Die wohnt oben am Totenberg. Ja, und dann wollten wir uns verabschieden und dann erschienen zwei Leute, die da in das Haus wollten. Das waren meine damaligen Schwiegereltern. Ah. Ja, ich sollte doch mit reinkommen, ich brauchte nicht da draußen rumstehen und so weiter. Ich sage, nein, ich muss jetzt wieder nach Hause. Und so fing das an und dann haben wir uns irgendwie, oder war so, oder? Ja. Ja. Hat er richtig erzählt? Hat er richtig erzählt. Ich bin stolz. Wir haben uns öfter getroffen und damit wir uns nicht jeden Tag treffen, haben wir gesagt, jeden zweiten Tag komme ich dann mal oder dann kommst du oder so. Wir treffen uns. Meistens bin ich hingefahren. Ja, und so ging das dann. Nach 5 Jahren, dann haben wir da geheiratet. 5 Jahre kannten wir uns jetzt. Zwischendurch erstmal verlobt gab es damals. Ich wollte gerade fragen, habt ihr vorher? Ich habe da gab es damals noch Verlobung vorher, oder? 59 war das. Ja, ja. War das so, dass das schon auch gesellschaftlich schon so vorgegeben war, dass man sich vorher verloben muss im Prinzip? Oder, ja, verloben so, sich alle, ne? Ja. Haben wir es auch gemacht. Ja. Haben wir uns auch verlobt, ja. Und später dann, ein Jahr später, haben wir dann geheiratet, standesamtlich. Das war dann im Jahr 60. Musstest du standesamtlich heiraten, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Die Wohnungen waren seinerzeit nicht so, da war man nicht so gesegnet wie heute. Und da ich bei der Firma Klör war und mein Chef, einer meiner Chefs, im Vorstand von der Wohnungsgenossenschaft war, sagte, hast du denn schon einen Anteil, Wohnungsberuf, so einen Anteil? Hm. Ich sage, nein, bis jetzt noch nicht. Ich sage, die Wohnung interessierte mich aber jetzt. Ja, dann seh zu, dass du so einen Anteil kriegst. Kostete 400 Mark. Dann weißt du, hattest du einen Anteil. Und dann hattest du auch Bezug auf Wohnung zu stellen. Hm. Ja, sagt er jetzt, das geht aber nicht so schnell. Ja, und dann dauerte das und dauerte. Und dann kriegte ich von meiner Mitarbeiterin, die hatte wieder Kontakt zu einem, der in Bachum gebaut hat. Und da, der baute ja mit Einliegerwohnung oben. Und dann kriegten wir den Kontakt da. Wir haben zusammen gesprochen, haben uns dann dafür die Wohnung interessiert und haben es auch bekommen. Durch Vitamin B. Ah, da hast du ja natürlich auch Glück gehabt, dass der da auch so verbündelt war. Ne, ja, auch war auch mein Jahrgang. Und das hatte ihm auch gefallen, dass wir auch jung waren. Und wir bezogen die Wohnung einen Monat eher wie früher wie er selber. Ja, und da wohnten wir nun 8 Jahre. Jetzt, da bin ich jetzt mal gespannt. Wann hattet ihr euren ersten Fernseher? Wir posierten zusammen, wie man früher sagte, die verkehren zusammen und so. Und dann kam ich immer zum Totenberg
Und wie wir noch so, das, wir waren auch schon eine längere Zeit zusammen, dann hieß es, wir gehen heute Abend rüber zu Frau Müller. Es kommt heute Abend ohne Sorg. Ein Beispiel jetzt. Mhm. Was machte die Familie? Ging geschlossen rüber. Schwiegereltern gingen mit, wir gingen mit. Dann saßen wir, Frau Müller war eine Witwe, die hatte einen Fernseher. Und da konnten wir Fernsehen gucken. Da gab es bei uns auch keinen. Weder bei meinen Schwiegereltern noch bei meinen Eltern. Das ist ja ganz anders als heute, ne? Damals hatte ja noch nicht jeder einen Fernseher direkt. Ne? Nein. Da gab es die kleinen Fernseher noch. Die waren, da gab es diese großen. Das sind großen Antennen, glaube ich auch, ne? War das wahrscheinlich, ne? Ja, wir hatten eine Antenne auf dem Dach. Da gab es. Drei Programme. Ja, ja. Und schwarz-weiß. Schwarz-weiß. 10 Uhr wurde abgestellt. 10 Uhr kam so ein Karo am Fernsehen, so ein, in so einem runden Emblem, da kamen alles nur Karos und so weiter. Und das war Sendeschluss. Dann gab es die ganze Nacht nichts. Und was aber gang und gäbe war in der Zeit, was ja jeder hatte, ein Radio. Und ich konnte, da ich bei Klör war, Kontakt zu den ganzen Kunden, habe ich mir durch einen Kunden ein Radio gekauft. Richtig für 2/3 des Preises brachte der mir das mit, der Fahrer. Da konntest du praktisch Klavier drauf spielen. So viele Tasten waren da drin. Da war ein ganz tolles Radio. Und dann lag man abends auf der Couch vorm Radio, Licht aus, wenn es geht, oder nur ein Schimmer, und hörte sich Krimis an am Radio. Paul Tempel war bekannt in der Zeit. Und dann lag man da gespannt vor. Und dann da konntest du das Knistern hören in der Wohnung. Wenn ein Mäuschen gewesen wäre, hättest du sofort knabbern hören. Mhm. War schön, eine schöne Zeit. Weißt du noch, oder wisst ihr noch, wann das mit dem Fernseher war, wann ihr den ersten eigenen hattet? Welchem Jahr? Wann war das? Was, noch 50er oder schon 60er? Ich würde sagen 60er, ne? In den 60er Jahren. Ja, ja, nachdem wir eine Wohnung hatten, da haben wir uns auch einen Fernseher gekauft. Ich weiß nicht, war Urwinkel, hatten wir das schon, Fernseher, wie Urwinkel geboren wurde? 62 war das. Meine Mutti. Aber jedenfalls. Nee, ich glaube nicht. Habt ihr denn 1969 die Mondlandung im Fernsehen gesehen? Also irgendwie verfolgt, als die war? Kann ich dir auch nicht sagen, aber wir mussten ja alle arbeiten und bei Tage, da konntest du nichts sehen. Und abends, da waren wir noch nicht so begeistert für die Mondlandung. Gut, man hat sich angeguckt, wie er da raustapperte. Ja. Gab es ja auch nicht so viele Programme und wie heute. Wart ihr mal in der ehemaligen DDR? Und wenn ja, wie war das so im Vergleich zu Westdeutschland? Nach der Vereinigung sind wir drüben gewesen. Aber nicht, als es die noch gab, die DDR? Nein. Ich bin später, habe ich die Firma gewechselt und war dann auf einer größeren Firma in der Stahlbranche. Wir verarbeiten Metalle, einen großen Werkzeugbau dabei. Wir lieferten an eine Firma einen Werkzeugsatz. Das waren Stanz- und Ziehwerkzeuge, wo die Arbeitsgänge hintereinander lagen. Und das waren teure, große Werkzeuge, waren nicht einfach. Und die Firma, für die wir die fertigten in Lüdenscheid oder Iserlohn, die lieferten die Maschinen, und wo die unsere Werkzeuge drauf sollten, arbeiten sollen, in die DDR. Und das wurde gemeinschaftlich rübergefahren. Ich erzähle aber jetzt nur vom Hörensagen. Mhm. Und da mussten wir 2 Leute zur Verfügung stellen, die mit zur Einweisung mit rüber mussten. Das klappte auch alles soweit ganz gut. Nur, wie sie die Maschine hinten aufgebaut hatten und die Werkzeuge drauf, und die wurde jetzt, man nennt das Anfahren, Blech drauf, dann wurden das erst gestanzt, geformt, gelocht und so weiter, bis das Teil hinten fertig entnommen wurde. War so eine Fertigungsstraße mehr oder weniger. Und die produzierten Fassdeckel, das heißt diese 200-Liter-Fässer, Blechfässer, da kam nachher ein Deckel oben drauf und der wurde mit diesen Werkzeugen gefertigt.
gepresst und alles. Dann wollten sie die Maschine, kriegten die aber sofort den Auftrag, die Maschine so langsam wie möglich laufen zu lassen. Grund, Material war nicht genug da. Ach so. Die hätten die volle Lotte laufen lassen können. Aber war nicht genug? Die hatten nicht genug Material und deswegen mussten die, vor allen Dingen konnten die jedes Jahr sagen, wir fertigen nicht mehr 100 Stück in der Stunde, sondern erhöhen jetzt auf 110, 120 und so weiter, was von Anfang an möglich gewesen wäre. Und das war das einzige Kontakt, wo wir, was ich so mitgekriegt habe mit der DDR. Wo wir eben schon bei Technik waren, mit Fernsehern und so. Ja. Wie war das denn mit dem ersten Computer? Weißt du, wann das war noch in etwa? Da war ich, wie gesagt, bei der Firma mit den Werkzeugen und Metall verarbeiteten wir. Wir bauten Kellerfenster, Bodeneinschubtreppen, Müllschranktüren, wo so kleine Boxen rausgegossen wurden. Naja. Und da kriegten wir eine Computeranlage. Mein Kollege, der in der Buchhaltung war, und ich kam von einem Verkauf. Wir mussten nach dem Abschluss des Geschäftes zu der Herstellerfirma in Dülken im Rheinland. Eine Woche lang zum Kennenlernen der Anlage. Mein Kollege, der Buchhalter, der war nicht so begeistert von dem, wenn er keine Unterlagen hatte. Also musste die Anlage über Lochstreifen laufen. Das war der erste Computer, den wir bezogen oder gekauft hatten. Der wurde gekauft, kostete seinerzeit 140.000 D-Mark. Oui. Und wir konnten damit alle Aufträge bearbeiten, die reinkamen, alle. Wir hatten 24 Außenleger, die Außenleger beobachten und was da an Lieferscheinen reinkam, wurde bei uns fakturiert. Alles über Lochstreifen, dies und jenes. Mhm. Und da ich dann ein bisschen dabei war, wenn der Monteur da war, wenn wir was geändert haben wollten, habe ich mir immer angeguckt. Deswegen konnte ich diese Anlage schon teilweise, wenn wir Probleme hatten, selber ändern. Da wusste ich immer, wo man schon reingehen konnte und also, bevor ich überhaupt einen eigenen Computer hatte. Also wenn das heute gibt, das war eine Anlage, die über vier oder fünf Geräte wie Kühlschrank so groß. Boah. Der Raum wurde schallisoliert. Dann kam eine Verkleidung drauf mit Rillen drin, damit die machten seinerzeit noch Krach. Ja. Und mussten gekühlt werden. Da gab es eine Klimaanlage, wurde in die Wand gebaut, nach draußen hin, dass wir immer da, das war der angenehmste Raum immer. Der wurde geteilt, morgens war die Buchhaltung drin und nachmittags dann der Verkauf. Weil in der Buchhaltung, die Buchhalterin, die war nur morgens da und wir waren ja auch einen ganzen Tag da vom Verkauf. Mhm. Wir mussten ja auch einen ganzen Tag Aufträge reinholen. Mhm. So, dass wir die Zeit dann nachmittags brauchten. Aber ihr habt dann auch zu Hause wahrscheinlich auch eine Schreibmaschine und sowas gehabt, ne? Bevor Schreibmaschine dann, hatte ich, ja. Das war wahrscheinlich so Standardausrüstung damals. Standardausrüstung. Ich war ja auch im Angelverein und musste da als Schriftführer auch so einiges erledigen, ne? Und so weiter. Ist schon interessant, wie sich die Technik so im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Entwickelt hat, ja. Wenn man das sieht, wenn meine Eltern, die aus dem Vorvorjahrhundert stammen, 1892 und 99 geboren. Wenn die das heute sehen würden, die würden Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich dann geboren war, dass du hattest ja, glaube ich, dann auch hier Windows 95 und 98, ne, und so. Die hast du ja alle mitgenommen, ne? Ja, ja. Da hab ich ja bei dir am PC, der stand ja damals im Schlafzimmer bei euch, vorm Fenster. Da habe ich ja immer hier Schiffe versenken, habe ich zum Beispiel gerne gespielt. Ja. Und sowas, ne, weißt du auch noch, ne? Richtig, ja, richtig. Auch schon ewig her. Von Tivola, ne? Das war so eine Tivola-CD. Ja, richtig, ne? Richtig. Aber es war schön. War schön damals, ne? Ja, ich sitze ja heute noch immer vor dem Fernseher, vor dem Computer. Du spielst ja gerne Solitär zum Beispiel. Solitär, ne? alles, was dann an diesen Mahjong, diese Kartenspiele oder was ich nicht gerne habe, ist diese Ballerspiele hier, abschießen und Enten jagen und sowas. Das. Gut, dass ihr früher die Spatzen abgeschossen habt, ne? Dann genau, trotzdem, das reichte. Aber digital wollen wir das nicht hat haben. Hat sich alles, ne, wieder realisiert.
paar habe ich noch. Ja, frag. Wenn ich frage, der lernt nichts. So ist es. Kannst du dich dran erinnern, als du meinen Vater das erste Mal getroffen hast? Also als Ulrike den mit nach Hause brachte? Und was dachtest du damals? Oder was dachtet ihr damals? Wisst ihr noch, wann das war in etwa? Oder wie das war? Eindruck kann ich, ja, sie mochte nur leiden, deswegen hat er so eine, brachte sie eine mit. Ich bin ja immer, und vor allen Dingen die Oma, die war immer froh, wenn unsere Kinder, wir hatten drei, Kontakt mit anderen hatten, ob es Freunde waren oder Freundinnen oder was auch immer, dass die mitgebracht wurden nach Hause. Das lag uns immer am Herzen. Man ist ja auch neugierig, ne? Ja, nicht nur das. Nein, man wollte ja wissen, wo sie zusammen waren. Mit wem man zu tun hatten oder was. Ja, sicher. Und dann brachte sie den Michael mit. So, dann Opa, den von der anderen Seite. Den habe ich schon gekannt. Da wohnten wir noch als Kind. Ach so. Auf der Bahnhofstraße. Den kanntest du vorher schon? Den kannte ich, den alten Müller, den kannte ich. Die wohnten praktisch 4 oder 5 Häuser neben uns. Und da war von der Firma Westermann, hatten die eine Wohnung da. Und da sind die praktisch groß geworden, Müllers. Ich lerne Sachen heute hier, ist schön. Ja, und das erste Mal getroffen, hätte ich am liebsten gerne, wie er plötzliches Morgens beim Frühstücken saß. Da hätte ich ihn am liebsten getroffen. Aber? Ich habe mich zurückgehalten. Ne? Ja. Da kam er mit unserer Tochter von ihrem Zimmer, was wir oben. Und das gefiel uns nicht so, weil das Zimmer hatten wir oben von einer älteren Dame dabei bekommen. Ach so. Ich weiß nicht, ob dein Vater dir das auch erzählt hat. Jedenfalls habe ich ihn da irgendwie mal angemacht da. Aha. Und dass wir auf das Zimmer doch angewiesen waren. Und wenn die alte Frau das mitgekriegt hätte oben, dass die mit ihrem Freund da oben übernachtet und alles, dann hätten die uns das Zimmer wahrscheinlich gekündigt. Ach. Und das wollte ich nicht. Ja. Das steckte dahinter. Ah. Und nachher habe ich mich dran gewöhnt. Er kam dann auch nicht, ging nicht mehr so oft nach oben, oder? Nee, das war, weiß nicht, ob er sich noch erinnern kann. Mit Sicherheit kann er sich da erinnern. Ich denke mal, er wird das auch hören und ich werde sonst mal drauf ansprechen. Ja. Ist ja auch schon lange her, ne? Dann eine Sache, die hast du eben schon mal angesprochen. Du warst ja über 50 Jahre lang in einem Angelverein. Ja, ja. Du warst ja auch, glaube ich, mal Vorsitzender, ne? Ja, 25 Jahre lang. Genau. Wie kam das dazu? Also wie bist du zum Angeln gekommen, zu dem Hobby und zum Verein? Wie eine Mutter zum Kind. Schöne Antwort, Opa. Hast du schön gesagt. Man hat ja auch, man wird älter und man hatte Bekannte, Kollegen, die inzwischen Kollegen werden, wenn man älter wird. Man geht ein Glas Bier trinken in der Gaststätte. Da kommen auch andere, die vielleicht 2, 3 Jahre älter sind oder 4, 5 Jahre. Man kommt aber mit denen in Kontakt und so weiter. Und in 2 Häusern neben uns, wo ich geboren wurde, war die Gaststätte Tönz, ein Hotel war das. Und die hatten einen kleinen Saal dabei. Dann gab es einen Angelverein, der wurde 1953 gegründet, hatten die den gegründet. Und das Vereinslokal war Hotel Tönz und wir standen vor einer Anatheke und tranken uns dann gemütlich an und so. Kriegst du ein gepflegtes Pilzchen. Und dann, die hatten immer so einen Spaß, wenn die da rauskamen. Wenn die Versammlung zu Ende hatten, dann setzten die sich vorne hin, tranken noch oder spielten Skat oder dergleichen. Das machte mir, weil ich ein lustiger Kerl war, und dann dachte mir immer nach, um Freude machen und so. Und denke auch Angeln. Warum sollst du das nicht auch mal? Ja. Dann fragte ich, ob man da auch mal Mitglied werden könnte. Ja, das ging nicht. Der Verein hätte 15 Mitglieder und im Moment wollten sie nicht größer werden. Und dann hieß es nachher, wurde mir mitgeteilt, sie vergrößern jetzt auf 20 Mitglieder. Das war deine Chance? Das war meine, die habe ich wahrgenommen. Mhm. Das war 1959. Bin ich zum Angelverein gegangen. Wurde ich aufgenommen im Frühjahr. Da gab es noch keine Angelprüfung und sowas. Wir hatten auch kein eigenes Gewässer. Da war die alte Ruhe, die kennst du heute gar nicht. Da steht heute die Berufsschulen in Unterösten. Da war eine sogenannte alte Ruhe. Man sieht noch was davon. Aber es ist alles sonst
angeschafft. Da konnten wir angeln, aber nur zwei Leute. Ja, und da waren auch Hechte mit drin und das machte mir alles so Spaß. Jedenfalls wurde ich aufgenommen und im Januar war Generalversammlung. Ja, jetzt war ich einer von 20 auf der Generalversammlung. Jetzt suchen sie einen neuen Vorsitzenden. Vorsitzender wurde wiedergewählt, Schriftführer, der wollte nicht mehr. Ich hatte Kaufmann gelernt. Wie ist es? Möchtest du, interessierst du dich für, tätst du das? Ja, so, wenn es nichts anders geht, dann versuchen wir es so. Ich hatte mir das immer angehört. Der muss ja auch dann an der nächsten Versammlung wieder vorlesen, was gewesen ist und so weiter. Wird alles schriftlich festgehalten. Protokolliert und so. Ne? Protokolliert. Da war ich noch nicht ein Jahr dabei, wurde ich schon zum Schriftführer gewählt. Ja gut, ich war Schriftführer, der eine machte die anderen Sachen, bis dass ich dann als erster Schriftführer war, dauerte gar nicht lange, dann haben wir das gemacht und dann suchten sie einen Vorsitzenden. Ja, und der eine, mein Vorgänger, wollte nicht mehr und dann wurde ich vorgeschlagen und gewählt. Und so kam es dann zustande. Ne? So kam das, dass ich 25 Jahre lang den Vorsitz hatte. Bist du jetzt heute auch noch Mitglied in dem? Ich bin immer noch Ehrenmitglied, brauche keinen Beitrag mehr bezahlen, aber werde immer noch mitgeführt. Und ich kann mich daran erinnern, auf dem alten Graben, wo ihr gewohnt habt damals, da hattet ihr ja hinten in der Gartenhütte, da hing ja, glaube ich, auch so eine Urkunde oder so, ne? Kann das richtig sein? So eine Ehrenurkunde oder was? Habe ich heute noch. Ja. Und wir hatten ja, oder ihr hattet ja auch viele Jahre lang im Wald oben so ein Fischteiche. So ein Grundstück angemietet quasi mit Fischteichen drin. Richtig, und so, ne? Mit meinem Freund. Wo wir halt auch viele schöne Zeiten verbracht haben, auch als Familie und so, ne? Schöne Jahre, fast 35 Jahre. Alle Enkelkinder und Kinder sind da groß geworden. Ja. Ich habe da auch sehr viele schöne Erinnerungen dran. Wir haben ja auch unten im Bach dann zum Beispiel gespielt, ne, dann und so. Bach gestaut und ja. Oder Köderfische gefangen. Oder teilweise, wenn das Wasser abgelassen wurde, ne, in den Teichen, dann nur ein bisschen da. Wurde deinem Onkel, dem hatten wir einen Wurm an einen Bindfaden gemacht und den konnte er in einen Teich halten, wo Friedfische drin waren. Markus oder? Markus war das, Onkel Markus. Und dann hat er da die ganze Zeit gesessen, immer wieder Stichlinge gefangen. Das sind so 4-5 Zentimeter groß werden die. Okay. Und die saugen sich an dem Wurm fest. Deswegen konnte er die mit dem Wurm rausfangen. Er brauchte keinen Haken dabei, nichts. Und es dauerte eine ganze Weile. Dann macht es auf einmal plumps, da war er drin. Samt seinem Stock und Wurm und alles. Aber war das nicht auch mal so, ich glaube, oben bei dem Teich, als der mal leer gemacht wurde, war da nicht Papa auch mal mit drin und der hat sich da auch irgendwie hingelegt, der ist da reingefallen oder so? Ja, wollten wir den sauber machen. Ja, ja. Und im Stamm, in dem Schlamm, der sich da ansammelt, automatisch in dem Teich, da kommst du schlecht mit den Stiefeln wieder raus. Und er kam da nun gar nicht wieder raus. Und dann, das hat ihm wohl gar nicht gefallen. Und dass wir so viele zuguckten, wie er dann da... Ja, so. Das waren schöne Jahre da oben. Viel Arbeit, aber schön. Dann gab es ja auch noch Enten, die wir teilweise da oben hatten. Beethoven, ne? Kann ich mich noch dran erinnern. Der so ein richtig schönes Federkleid hatte. Ja, ja. Und dann irgendwann. Weiß nicht, wer ihm den Namen gegeben hat, ich glaube, warst du. Ja. Da heißt Beethoven. Ja. Ja. Dann hieß der ab da Beethoven. Und irgendwann war er dann hinfort, ne? Der Fuchs, der hat ihn geholt. Fuchs hat die Gans gestohlen, die Ente. Jo. Hier, dein Fahrschullehrer, der Bulat, der hat da oben auch eine Fete gemacht. Die haben da sogar übernachtet, oder? Ja. Ja. Wir hatten doch da oben, da hatten wir so eine schöne Feuerstelle, da hatten wir doch so einen großen Kessel, glaube ich, den man da drüber hängen konnte. Ne? Richtig. Für so, richtig. So Gulasch oder was, ne? Und so. Chili con carne wurde da gemacht. Oder das Klohäuschen oben, wo jeder mit so Stiften und sowas da was reingeschrieben hat an die Wände, ne, glaube ich. Ja, der eine oder andere. Und ich habe oben, habe ich auch mal so eine kleine Hütte gebaut, das weiß ich auch noch. So aus Holzteilen oder irgendwas und so mit Marcel, glaube ich, auch zusammen. War schon schön damals. Ja, vermisse ich auch so ein bisschen die Zeit. Schöne Zeit. Das war schon schön. Vor allen Dingen, wenn die Enkel mitgingen, die murrten nicht unterwegs, wie weit ist das noch? Wir hatten ja kein Auto und da wurde zu Fuß gelaufen. Ja, ich fand das immer schön durch den Wald. Eine Stunde waren wir da. Wir haben das ja auch am 1. Mai haben wir das ja auch schon mal öfter gemacht, ne? Sind wir da hoch, glaube ich, irgendwie ja, so. Ja, war schön.
war aber auch mit viel Arbeit verbunden. Das stimmt. Was man heute nicht mehr könnte. Vermisst ihr das dann schon auch manchmal? Oder? Im Prinzip ja. Aber arbeitsmäßig ging es nicht mehr. Und da habe ich mein erstes Handy gekriegt. War das zufällig das, was ich auf der Hüstener Kirmes mal gewonnen hatte, was ich an dich abtreten musste? Weißt du das noch? Das war so ein großes. Musstest, weiß ich nicht. Ich glaube, das musste ich abtreten von Muttern aus. Das habe ich nämlich schon mal in einer anderen Folge erzählt, die Geschichte. Das war in den Tannen, musste ja auch gemäht werden und sauber gemacht. Die waren am Hang und das war glitschig. Da bin ich dreimal auf dem Hinter gefahren. Und deswegen musste ich ein Handy, ein Telefon kriegen da oben. Das war dann ein alten Knochen, den wir da damals in Zag gab. Die ersten. War das so diese Backstein, diese großen Dinger mit der, die schweren Dinger? Die konntest du auch wahrscheinlich auch nicht in eine Hosentasche oder so packen, ne? Die waren zu groß. Nein, nein. Ja, jedenfalls, da habe ich den ersten Handykontakt, ne? Und damals zu Hause hattet ihr dann so eins mit Wählscheibe, so ein Telefon? Oder? Ja, richtig. Oder waren das auch ganz früher noch welche, die so an der Wand hingen, wie man das von ganz, ganz früher kennt? Nein. War schon mit Wählscheibe dann? Mit Wählscheibe. Und nach der Wählscheibe kam dann dasselbe mit Tasten. Mhm. Da war auch eine lange Schnur dran, ne? Wenn dann die Joyce den Anruf kriegten, die mussten dann vorne im Flur sitzen, kriegten sie alle mit, die konnten ja nicht, weiß Gott. Naja. Und ganz früher, als dann Internet kam, war ja dann auch noch, ne, entweder du warst im Internet oder du konntest telefonieren, ne, weil das ja alles über dieselbe Leitung, glaube ich, lief. Ne? Ja, ich glaube ja. Das weiß ich noch von uns zu Hause, nämlich. Da haben wir noch eine längere Leitung dran. Da konnten die Joyce dann mit in ihr Zimmer gehen. Ja. Konnten wir nicht mehr mithören. Ja. Übrigens ein schönes, ich glaube auch eigentlich ein typisch sauerländischer Begriff, ne, Joyce. Joyce waren. Joyce sagt man hier. Da waren die näher mal Joyce und Hüstner Joyce. Ja. Das führt mich noch zu einer anderen Frage. Ich habe ja auch schon mal in einer Folge so ein bisschen was über Arnsberg erzählt und so, ne? Und was würdest du sagen, was ist so typisch sauerländisch, so typisch aus Arnsberg? Es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel sagen, ne, die Sauerländer sind besonders dickköpfig und so. Würdest du sagen, das stimmt oder stur? Stur. Würdest du sagen, das stimmt? Oder? Ja, sicher. Bei euch hört man es ja so auch sehr raus, dass ihr auch schon mal so Sauerländer-Wörter und sowas benutzt, ne? Sowas ganz gern, so Woll und sowas, ne? Ja. Ja. Habt ihr da so besondere Begriffe, die euch da gut gefallen oder die ihr besonders häufig benutzt? So aus dem Sauerländischen? So Joiste sagt er ja schon mal ganz gerne und so, ne? Oder Wonnig, ne? Wonnig und Wonnig. Wonnig, das war einer, der kam aus Niederense. Der sagte nicht immer Wollnig, anstatt Woll, sagte der Wonnig. Wonnig? Ja, hier, ich krieg die Pimpanellen, ne, sowas zum Beispiel, ne? Pimpanellen. Oder Gär, Gär, Gär. Genau. Gär, Gär. Das habe ich manchmal, wenn ich ein Spiel spiele mit einem Kumpel, der kommt oben aus der Ecke von Bremen und der kennt das halt gar nicht. Und dann habe ich auch schon mal, wenn irgendwas nicht so geklappt hat im Spiel, dann habe ich schon mal gesagt, Gär, Gär, Gär. Und der hat sich total gewundert, was heißt das denn? Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, da muss ich weiß aber gar nicht, woher das kommt, Gär, Gär, Gär tatsächlich. Ein Enkel von meinem Freund, der sagte das auch immer. Gär, Gär, Opa. Okay, okay. Wer ja, war das? Nico? Nico von Gail Nico. Ach, der sagte das immer? Ja. Was magst du am Sauerland und an Arnsberg am liebsten, so an der Gegend hier? Es ist gut begehbar. Ich habe mir früher immer gewünscht, nie eine Wohnung auf dem Berg zu kriegen. Und das ist mir auch immer gelungen. Und die sämtliche Wohnungen, bis auf die erste, ist alles ebenerdig gewesen. Ja. Und sonst haben wir immer unten die Wohnungen bekommen. Ja, so generell. Ich mag ja auch so die ganze, dass hier so viel Wald ist und sowas zum Beispiel. Ja, das war auf jeden Fall. Ohne Wald sind wir, gehen wir nicht aus. Oder unten, wo man an der Ruhr schön entlang spazieren kann, ist immer schön hier, ne? So gibt's schöne viele Ecken. Wir haben mit meinem Freund, gut, ich hatte einen, der lief auch gerne, haben wir den Ruhrhöhenweg, sind wir von Winterberg, sind wir mit dem Zug hochgefahren und zu Fuß durch den Wald zurückgekommen. Das war auf zwei Etappen, sind wir bis Meschede. Und dann ist das irgendwie abhanden gekommen, dass wir da weitermachen wollten. Aber wir haben schöne Touren gemacht. Ja. Das war, die Gegend ist einmalig.
Und vor allen Dingen, wenn du in die Nachbarorte kommst, haben sie schöne Gaststätten auch, wo es so Spezialitäten auch gibt. So was da gemacht wird, kannst du immer gerne essen. Oder? Also. Ja, vor allem, wir haben ja hier Warstein und Veltins und so, ne? Die Brauereien, Warsteiner sind ja auch in der Nähe. Ne? Und du bist ja egal, wo du hin guckst in der Weite, hast ja überall Wald im Prinzip. Ne? Du hast Wald, ja. Früher hatten wir mehr Wald wie heute, weil die Onkels das ja nicht mehr... Der Borkenkäfer das nicht wollte. Und dann gab es ja, 2007 war ja Kyrill, ne? Der große Sturm. Der hat ja auch viel weggefegt, ne? Sieht man ja bis heute teilweise noch, ne? Jo. Aber ihr hattet nie irgendwie auch mal so, ich sag mal, 60er, 70er, die Idee, wir wollen woanders hinziehen oder so, in eine andere Region oder was? Nein. Ja. Arbeit haben wir hier, ich hatte immer Arbeit und ja, was sollte mich in die Ferne ziehen, oder? Eine neue Frau brauchte ich nicht, ich habe die eine immer noch, die erste. Möchtest auch keine andere mehr haben, ne? Wahrscheinlich. Nö, warum? Dann würde er gar nicht mit fertig. Ja, ihr seid jetzt ja auch schon über 50 Jahre verheiratet, ne? 61. 61 Jahre sogar, ja. Hast du mal einen Prominenten getroffen? Und wenn ja, wen und wie war's? Ja. Prominenz, was nennt man Prominenz? Sagen wir mal einen Bundestagsabgeordneten oder einen stellvertretenden FDP-Vorsitzenden habe ich mal getroffen. Ja, da waren wir mit auf der Messe in Hannover, das war der Julius Kronberg. Das war ganz nett mit dem. Der hatte auch einen Stand da von seiner Firma und wir waren auch auf dem Stand. Und dann abends dann saßen wir auch zusammen. Hast du den Müntefering mal irgendwie, der kommt ja hier auch aus der Gegend. Ja, und da war kein Kontakt, habe ich damit. Weil der war, glaube ich, mit meinem anderen Opa, glaube ich, zusammen in der Schule, meine ich sogar. Oder hier der Friedrich Merz oder was, der kommt ja auch hier aus. Ja, aber da hatten wir keine, hat ja nichts mit zu tun. Keinen Draht in der Hand. Wollte ich auch nicht. Das finde ich sehr sympathisch. Was ist dein Lieblingsgericht, dein Lieblingsessen? Dicke Bohnen mit. Das kam wie aus der Pistole. Mit Speck und so. Ja, dicke Bohnen, Grünkohl zählt dazu. Wir hatten dieses Jahr noch keinen Grünkohl, ne? Altes Rezept, Stielmus. War da nicht auch irgendwie, ich glaube, das hat Mama mal erzählt, irgendwie so ein Kuchen, den du besonders magst? Irgendwie hier kalter Hund oder irgendwas? Oder? Nee, Frankfurter Kranz. Ja, Frankfurter Kranz, genau. Der liegt bei mir immer mit am Teller, wenn es geht. Meine Schwägerin, die machte zum Geburtstag, wenn die Geburtstag hatte, Frankfurter Kranz, weil ich den gerne mochte. Aber man macht ja auch andere Torten und so, aber die machte den immer lecker. Ich habe übrigens für das Treffen heute, möchte ich nur noch mal zu Protokoll geben, ich habe extra was vom Bäcker besorgt und was macht Oma, bringt selber auch noch mal einen Kuchen mit. Apfelkuchen. Ja, lecker Apfelkuchen mit Mandeln. Mit Mandeldecke, wa? Ja, Kaffee haben wir getrunken, war schön. Und jetzt ist es mittlerweile dunkel. Aber wo wir gerade beim Thema Kaffee und so sind, was ist denn dein Lieblingsgetränk? Cola Light. Das hat mir vor 25 Jahren ein Professor in der Reha-Klinik in Mölln. Da hat der Professor gesagt, wenn wir abends rausgingen, kein Bier, kein Schnaps, kein Alkohol, nur Cola Light. Das dürften wir. Mhm. Als Zuckerkranker. Ich bin Diabetiker. Muss man dazu sagen, genau. Jawohl. Ja. Und heute sagt mir mein Hausarzt, das wäre nicht gut. Da wären Zucker drin und alles. Süßstoff ist da drin. Ja, aber irgendwas. Super. Ja, aber was soll man denn, oder? Aber ein Schnäpschen sagt da auch nicht nein. Ja. Ja. Du spritzt ja auch. Also du kannst auch so mal Kuchen essen, wenn du gespritzt hast. Und so, ne? Vor 2 oder 4, 5 Jahren, da war auch noch Veltins mein Lieblingsgetränk. Ich habe keinen mehr, der mittrinkt. Meine Kinder trinken nicht, die Enkel trinken nicht. Dann fahren alle Autos. Sonst komm ich mal vorbei und trinken wir mal ein. Schau, dann musst du mal kommen. Muss mir nur vorher sagen, dass ich auch was zu Hause habe. Ich habe jetzt ein Sixpack gehabt, da sind 5 Flaschen weggegangen. Eine existiert noch. Da war Verwandtschaft da, Cousine von mir, Mann, die können wir mal machen. Und dann spielen wir eine Runde Rommi. Und Grünkohl müssen wir auch noch essen. Aber dann muss es erstmal richtig kalt werden. Ich glaube, wir haben sogar noch. Da muss es erstmal frieren. Muss der Frost einmal durchgezogen sein. Wir haben sogar noch welchen eingefroren. Mal gucken, ob wir den machen können. Ei. Jei. Hast du ein Lieblingstier? Ja, eine tote Forelle. Geräuchert, selbst geräuchert, ne? Früher, ja. Ja, wir hatten ja so einen kleinen Räucherofen. Ne? Ah, das waren Zeiten. Ja, oh, das war immer sehr lecker. Den noch heute, da habe ich einen Fehler gemacht, dass ich den verkauft habe. Also, wie gesagt, Hund und Katzen
Hunde sind, trauen mir alles zu, die kommen immer. Hattet ihr mal irgendwann selber Hunde und Katzen als Haustiere oder so? Nein. Ja, Wellensittich. Ja. Durftest du ja auch manchmal nicht in Mietwohnungen, durftest du dann keine Tiere halten. Naja. Dann jetzt mal so eine Frage von wem Jüngeren an einen etwas Älteren, wenn ich das mal so sagen darf. Du benutzt ja auch ein Smartphone und WhatsApp und sowas, ne? Ein modernes Handy und ein Tablet und sowas. War das leicht, sich daran zu gewöhnen oder hat das irgendwie gedauert? So? Wenn ich es haben darf, mache ich auch schon mal. Sonst ist das Sache meiner Frau. Oma hat sich gerade so ein bisschen... Oma, die ist da ganz heiß drauf. Ja, die benutzt das auch, ja. Die hauptsächlich. Aber du bist am Tablet hauptsächlich, ne, glaube ich, zugange, oder? Beides, ich nehme beides. Hm. Spielt auch gerne da drauf. Was spielt ihr da so? Jetzt eben habe ich, gespielt? Jaze und Mahjong habe ich gemacht eben. Auch kann man schon Zeit mit verbringen, ne? Ja. Nee, deswegen, das muss man nämlich mal auch mal sagen. Das muss ich auch mal lobend erwähnen. Es gibt ja auch viele, glaube ich, Ältere, die da jetzt nicht so mit was zu tun haben, auch so mit WhatsApp und so. Was ich gerne mache, also im Alter, man muss ja jetzt sehen, dass man einen Grips noch zusammenhält so ein bisschen. Löse gerne Kreuzworträtsel. Sudokus zum Beispiel auch. Überall, wo die in den Zeitschriften oder am Computer auch. Zum Beispiel mache ich jetzt gerne, weil ich da viel bei sitzen kann. Ich kann nicht mehr so laufen. Ich setze Puzzles zusammen, suche stundenlang hinterm Teil her und am Ende stellt sich raus, dass eins fehlt. Weil das ein gebrauchtes war. Und das ist weg, das Teil. Oder ja. Es fehlen Teile, was muss ich machen? Ja. Und am Tisch gucken, auf den Teppich, und die findest du da nicht so schön. Mach mir mal eben die Taschenlampe am Handy an. So, was hast du? Ja, wir sind mit Puzzles hingefahren. Hast du so rückblickend, hast du so eine Art Lieblingsjahrzehnt oder so? Oder irgendwie so ein Lieblingsjahr von allem, was so passiert ist? Wo du sagst, boah, das war richtig gut, das Jahr oder das Jahrzehnt, da hat sich viel entwickelt bei mir oder ist viel passiert. Wie die Kinder geboren wurden. Oder die 60er dann, ne? Ja. Die 60er. Und die 70er auch. Da sind wir dann schon mal in Urlaub auch gefahren. Vorher konntest du nicht in Urlaub mit drei so. Aber wie die größer waren. Wie die größer waren, haben wir uns dann auch rausgetraut wieder. Sonst nicht. Wir sind sehr viel weg gewesen. Sehr viel gesehen. Wir haben auch haben wir uns meinem Bruder angeschlossen, wenn die hatten so eine Reisegesellschaft, wenn die unterwegs waren. Und das war von der AWO gesponsert. Da gab es immer etwas preiswerter. Und die waren auch so ältere für unser Alter damals. Da sind wir in Ungarn gewesen, in Tschechien, Monaco und in viel in Tirol Urlaub machen, 14-tägig. Das andere waren immer so Wochenaufenthalte. Da haben wir ja vor ein paar Monaten mal Dias geguckt, glaube ich, ne? War das nicht auch in Tirol? Bei dem Hotel da mit dem. Ja, noch so viele. Oder in Straßburg sind wir gewesen, da im Elsass, auf der Ziegenfarm. Ja. Oh, wir haben schon einiges erlebt und auch viel Spaß gekriegt. Wollen wir das nochmal machen demnächst? Nochmal ein paar Dias gucken? Ihr habt da wahrscheinlich noch ein paar, ne? Ja. Dias müssten noch auch im Keller sein. Was hast du mir da Kakao mit? Was war das? Amaretto? Amaretto. Oh, das war super. Wie war ich als Kind? Als junges Enkelkind, wie war ich da so? War ich anstrengend oder war ich eher ruhig oder... Ich würde sagen, mehr ruhig. Du warst normal, ruhig. Ich war normal, das ist schön. Du warst unser erster Enkel, da hatten wir ja noch keinen Vergleich. Du bist gerne, wenn ich dir was vorgelesen habe, du musst es immer, da gab es die Pixie-Bücher. Pixie-Bücher gab es, genau. Oder ich glaube, Mickey-Maus-Hefte habe ich ganz gerne gelesen damals. Ne? Und dann habe ich dir gerne beim Vorlesen irgendwas verwechselt und dann merkte ich, dass du das schon auswendig konntest. Echt? Ja, sicher. Und wenn wir dann spazieren gingen... Zum Beispiel erinnere ich mich daran, gingen wir in die Stadt, ich hatte dich in der Karre und schob dich in die Stadt runter. Mhm. Und dann sah ich da unten einen Kran irgendwo. Ich sage, Jan, guck mal da unten, einen Kran. Opa, der zieht aber nicht, hieß es dann. Da wusstest du schon, dass er nicht hochzog. Mhm. Kran zieht, ja. Zieht nicht. Und was du gemacht hast, wenn man zu Fuß nicht in der Karre mehr warst, überall an den Häusern, wo das Tor offen war, hast du immer alle zugemacht. Da kann ich mich sogar noch ein bisschen dran erinnern, tatsächlich. Ehrlich? So ganz leicht. Ganz, ganz, ganz leicht, ja.
Das war so eine Marotte von den Kindern. Über die untere Stufe, wenn da Treppen waren, gehen und das Tor zumachen. Und Stücke sammeln. Ist ja auch blöd, wenn das Tor und Stücke sammeln. Und die musste ich in zwei Tage später, anderen Tag mussten die ja noch da sein. Und Kastanien haben wir auch früher auch häufig gesammelt, ne? Ja. Kastanien. Kitten mit euch. Kastanienketten gemacht. Und das Schöne war ja auch damals, der Kindergarten war ja nur eine Straße im Prinzip drüber. Ja, ne? Ja. Über das heißt, uns, da konnte ich immer direkt dann zu euch gehen und so. Ja, ja, klar. Hab ich morgens gebracht und was musste erst geguckt werden? Winnie Pooh. Ich wollte gerade sagen, ne, und auch als ich in der Grundschule war und da bin ich auch nachmittags schon mal vorbeigekommen und so, da habe ich da auch dann irgendwie, da hast du mir, glaube ich, ein Butterbrot gemacht, ne, und dann habe ich immer was im Fernsehen geguckt. Ja. Hier Duckwing Duck und Winnie Pooh, hier Captain Baloo und sowas, ne. Ja. Und die Kneppe vom Brot, ne. Die habe ich euch immer geklaut. Richtig. Ja. Jetzt müssen wir die Kneppe wieder selber essen. Tja, kann ich euch gern wieder klauen, ist kein Problem. Nee, aber ich habe auch schöne Erinnerungen. Wir sind, glaube ich, auch, wenn es Weihnachten war, sind wir immer oben in die Kirche gegangen, Krippe gucken. Richtig, das haben wir immer gemacht, ja. Und bei euch dann, da waren wir doch oben mal im Rusch irgendwo im Wald, glaube ich, da haben wir doch dieses Dreirad gefunden, dieses Polizeiding, was keinen Motor mehr hatte. Das hat ja auch lange Jahre, sind wir immer runtergebrettert den ganzen Weg, ne, lautstark. Ja, weil der Garten hatte ein bisschen Gefälle. Hm. Sandkasten habt ihr im Garten gehabt hinten, da haben wir viel gespielt. Und ich hatte auch einen eigenen, das weiß ich noch, da war ich damals richtig stolz, da hatte ich so einen Sauerkirschbaum, so ein Bäumchen, das war meiner. Ja, ja. Oder auch als du noch Hasen hattest ganz früher, ne? Wurde dann, die hast du da hinten in der Ecke gehabt, auch beim Sandkasten da, ne? Richtig, ja. Vier Stück immer, ja. Du bist hier unten in den Kindergarten gegangen, ne? Michaels Kindergarten. Ja. Und Marcel, der musste da oben immer hin, in Rusch, da hatten sie den ja hier zu, den mussten wir da oben hinbringen und abholen. Ja, ja, richtig. Und du konntest zu Fuß gehen da. Ja, war ja auch alles wieder, da sind wir wieder beim Thema, ist alles nah beieinander hier, ne? So, ist echt schön. Und da wir selbst kein Auto hatten, wurde viel gelaufen und das habt ihr immer mitgemacht. Ja. Und das war gut so. Dann habe ich eine letzte Frage habe ich noch an dich. War die nicht schon? Nee, die kommt noch. Was ich dafür kriege? Worauf freust du dich am meisten demnächst, was so passiert? Hast du irgendwas, wo du sagst, oder wo du dich aktuell am meisten drüber freust oder so, was dir am meisten Spaß macht? Dass ich draußen wieder mal sitzen kann oder draußen in der Sonne oder im Schatten. Viele laufen ist ja nicht mehr. Ja. Geht nicht mehr. Ich freue mich immer drauf, dass ich mal irgendwo ein Häppchen essen kann in der Gaststätte. Ich esse gerne aus. Dafür sind die Gaststätten wieder alle durch Corona zugemacht. Ja. Jetzt öffnen sie langsam wieder, aber freue mich, dass ich noch weiter mitmachen darf. Noch lange dabei bleiben. Toi, toi, toi. Dass ich noch ein bisschen... Toi, toi, toi. Da möchte ich mich bedanken, dass du mitgemacht hast, ne? Ja, wenn dir das so gefallen hat. Ja, sicher das. Ich hoffe, den Leuten gefällt es auch, aber da gehe ich mal von aus. Du kannst ja immer gut Storys erzählen, ne? Hast ja immer viel zu erzählen, so. Ich habe keine Geheimnisse vor dir und vor der Welt. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Hab noch mit keinem... Außer auf Vögel mit dem Luftgewehr geschossen. Hab noch mit keinem, keiner Polizei oder Gericht... Kontakt gehabt. Sisse, ja. Warst du noch nie im Gefängnis oder was? Nix. Nein, aber ich sollte mal aussagen von der Firma aus. Ich sage, muss ich da hin? Ja, da musst du hin. Ja, ich sage dann. Ich sage, ich kenne mich da nicht aus. War aber nichts Schlimmes dann. Dann möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit alles. Genommen habt. Ne? Wir machen alles zusammen. Und auch für damals, ne, für die ganzen schönen Jahre in der Kindheit und alles. Einfach mal Danke sagen. Ne? Und, schön ist, dass du dich auch auf das eine oder andere noch erinnern kannst. Ja. Auf jeden Fall. Nee, ich war immer sehr, sehr gern bei euch. Und ich muss manchmal... träume ich tatsächlich auch noch so, da ist interessant, wenn manchmal träume ich noch so ein bisschen vom alten Graben auch ab und zu, wenn da irgendwie so Sachen sind oder sowas. Das waren ja auch 25 Jahre, wo wir da gewohnt haben. Da spricht sich bei dir auch dann ein. Ja, klar. Ich glaube, ich bin auch mit dir in der Krabbelgruppe gewesen früher. Das kann sein, ja. War ja auch auf derselben Straße wie der Kindergarten, ne? Ich meine, da wäre ich. Ich glaube auch, dass ich damit. Ich meine auch mit Marcel. Ja, Mama, lieber arbeiten. Und da war auch schöne Sachen, wie man macht. Sicher, mit dir bin ich da gewesen. Und heute gehen sie alle ihre eigenen Wege. So, gut, alle groß. Kommen immer noch gerne. Ja, wenn sie Zeit haben. Und wenn wir sie brauchen, sind sie auch immer da.
Ja, wenn sie Zeit haben. Ja, ja. Wenn es nicht geht, dann wenn sie keine Zeit haben, sind wir auch nicht böse, oder? Ja, nee, aber was wir auf jeden Fall mal machen sollten, demnächst mal wieder eine schöne Partie Rommi spielen. Dann können wir uns ein Bier dabei trinken und abends gibt's Grünkohl. So, in der Reihenfolge machen wir das. Okay, ja, dann sage ich auch mal Tschüss. Wie gesagt, das war der Günther, mein lieber Opa, der heute zu Gast war. Gerne. Ja. Und hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Ich werde mir die Folge mal anhören, oder? Ich schicke dir hinterher einen Link, wo du dann reinhören Link, kannst. Ja. Schicken rechts auch noch. Mach ich auch, sicher das. Und Mitte und oben und unten. Und lila Futzkariert. Ne? Jawohl. Alles klar. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Nee, war ein schöner Nachmittag. War Kaffee und Kuchen. Das wollte ich hören. Sehr schön. Ja. Okay. Alles klar. Danke fürs Zuhören, ne? Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Euer Dave.